Ja, hallo, hier ist wieder der Dirk Wolf. Ich berichte euch mal einige Sachen über Elektroautos, insbesondere was die Reichweite anbelangt. Das ist ja die wichtigste und häufigste Frage. Hier habe ich eine Tabelle. So, zu der Reichweite eines Elektrowagens, ja. Es gibt verschiedene Angaben, so wie die Hersteller das in Messlaboren, ich sag mal, testen mit verschiedenen Fahrmodi und, und. Aber das ist alles nicht realistisch, ja? Weil die Masse halt nicht richtig bewegt wird, ihr habt keinen Gegenwind, auch wenn man in diesen Versuchskammern die Temperaturen auch verändern kann, und den Winter vortäuschen kann oder den Sommer mit Klimaanlage und, und. Die ganzen Angaben sind im Groben und Ganzen geschönt, ja. Es ist einfach so, ich fahre jetzt seit 3 Jahren Elektroautos bei kleineren Elektroautos, ich sag mal Citroën C0, den Renault Zoe zum Beispiel oder den VW e-App ab. Ja, da kann man sagen, bei verhaltener Fahrweise kommt man eventuell im Durchschnitt so auf 13 Kilowatt pro 100 Kilometer. Würde zum Beispiel heißen, bei einem 40 kW Akku, wie ich ihn jetzt in dem Zoe habe, kann man im Sommer durchaus 300 Kilometer schaffen. Ja? Bei zurückhaltender Fahrweise nicht zu schnell beschleunigen, nicht zu stark abbremsen, möglichst keine Klimaanlage und, und. Realistisch im Sommer eher 280. Im Winter bei Licht, Heizung, geringen Temperaturen, da sind es ungefähr dann 240. Das heißt also, der Verbrauch pro 100 Kilometer steigt locker mal eben auf 17, vielleicht sogar 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer an. Bei größeren Wagen, wie zum Beispiel bei dem Hyundai Kona oder auch bei dem Tesla Model 3 oder Model S oder bei dem Nissan Leaf. Die Wagen sind A, auch etwas schwerer. Gut, Aerodynamik spielt natürlich auch eine wesentliche Rolle. Aber da kann man eigentlich sagen, bei verhaltener Fahrweise brauchen diese Fahrzeuge, die ich eben aufgezählt habe, die es also auch zurzeit schon gibt, wie den e-Golf, den Hyundai Kona, den Hyundai Ioniq, den Nissan Leaf, Tesla Model 3, Tesla Model S, und den e-Golf, die brauchen selbst bei verhaltener Fahrweise im Sommer schon gut 15 bis 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Fährt man mit diesen Fahrzeugen etwas flotter oder mal ein längeres Stück Autobahn, 120, dann brauchen auch diese Fahrzeuge mal eben 18 Kilowattstunden oder vielleicht sogar etwas mehr. Also Model 3 Tesla mit dem großen 75 kW Akku kann also im besten Fall 500 Kilometer schaffen. Ja, das wäre 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Ja, alles andere, was ihr hört oder was erzählt wird, geschrieben wird, stimmt nicht. Ja, es sei denn, man fährt konstant auf der Landstraße nie schneller als, ich sag mal, 80. Beschleunigt nicht stark, bremst nicht stark ab, dann mögen auch
größere Reichweiten möglich sein. Aber man muss einfach mal von den alltäglichen Betrieb ausgehen, wo man mal in der Stadt fährt, auf der Landstraße, Autobahn auch mal beschleunigt, auch in der Stadt mal etwas zügiger von der Ampel wegfährt, dann stimmen diese Angaben alle nicht, ja. Also mit dem Renault Zoe 40 kW Akku, wie gesagt, bei vernünftiger normaler Fahrweise sind 280 Kilometer im Sommer fast immer drin und im Winter so 220, 240. Ja. Das heißt also, der neue Zoe zum Beispiel mit dem 50 kW Akku hört man in der Radioreklame bis zu 395 Kilometer elektrische Fahrweise ist kaum möglich, selbst im Sommer nicht bei idealen Bedingungen. Ja, da muss man schon auf der Autobahn mit 80 oder 90 vier Stunden fahren, drei, vier Stunden, dann könnte man das vielleicht schaffen, auf einer ebenen Autobahn ohne Steigung. Also für die Leute, die sich noch nicht so gut mit Elektroautos auskennen und eventuell überlegen, sich eins zu kaufen, fragt lieber Leute, die so ein Auto schon länger fahren, ja, oder guckt mal im Internet Erfahrungsberichte. Da werdet ihr immer sehen, dass die Angaben der Hersteller alle geschönt sind, alle. Selbst von Tesla und whatever. Gerade bei den Deutschen, BMW will ja jetzt den i4 rausbringen, auch so ein Sportwagen mit 80 kW Akku, ordentlich PS, ja, und ebenso VW demnächst den Space Vision, auch mit einem ungefähr 80 kW Akku, die sagen irgendwas auch von 600 Kilometer. Forget it, ist nicht möglich. Da musst du 60, 70 auf der Landstraße konstant fahren, ohne rote Ampel, dann vielleicht ja. Oder? Und auch nur im Flachland, ohne Klimaanlage und Radio und Licht und ne, was alles sonst noch Strom frisst. Also glaubt es nicht, ja. Greift auf Erfahrungswerte von Leuten zurück, die schon länger mit Elektroautos fahren. Ja, das zum Thema Elektroautos. Ich meine, es wird ja sehr interessant nächstes Jahr. Es kommen ja gute Fahrzeuge raus. Es kommen ja wirklich gute Fahrzeuge raus. Auch jetzt der neue VW e-Up, der gefällt mir mit einem 35 kW Akku zu einem vernünftigen Preis von ungefähr so 22.000, 23.000 Euro. Das ist schon ordentlich. Der Zoe mit dem 50 kW Akku ab 33.000. Der Opel Corsa e, baugleich mit dem Peugeot 200. 8e, auch mit einem 50 kW Akku, ich sag mal 340, 350 Kilometer mit einem 50 kW Akku ist also drin, wenn man etwas vorsichtiger, zurückhaltender fährt. Und die Preise dieser Fahrzeuge, die sind auch in Ordnung, ja, also die liegen so, die fangen an bei den Kleinwagen, wie gesagt, dieser VW e-Up von 22.000, 23.000 bis ungefähr 35.000, 36.000. Das ist schon ordentlich, ja. Aber alles, was dann der zum Beispiel der ID.3 von VW, ja, der kleinste Motor 45 kW, dann 57 kW und der größte, glaube ich, 70 kW oder 75 kW. Der mittlere, den man jetzt vorbestellen konnte, der hat, glaube ich, den 57 kW. Da könnte man davon ausgehen, dass der so gute, also oder gut 400 Kilometer im Sommer schafft bei vernünftiger Fahrweise. Ja. Aber dann kostet der auch schon, ich glaube, wenn ich das richtig gehört habe, 38.000 bis 40.000 Euro. Ne? Wie gesagt, hört da auf Fahrberichte von Leuten, die diese Fahrzeuge schon mindestens ein halbes Jahr gefahren haben und nicht, was euch Hersteller oder Testberichte oder sonst was versprechen.
Die werden teilweise auch von den Autofirmen, naja, mehr oder weniger angehalten, die Werte recht positiv alle auszulegen. Ja. Okay, das soweit von meiner Seite. Ihr werdet bestimmt öfter noch mal was von mir hören. Vielen Dank. Tschüss.